Hey Leute, hier sind wieder Schatzis, Alisa und Vanessa, und wir spielen heute Slender Woods für euch. Ja. Wir sind wieder in einem Wald. Vorerst. Wir kommen an verschiedene Orte, zum Beispiel in eine Kanalisation und wir müssen dafür, glaube ich, erst den Schlüssel finden. Ja. Ja, irgendwie so. Was spielen wir? Den Story Modus. Den Story Mode spielen wir für euch. Okay. New game. Also, let's go. Life in the city became unbearable ever since my wife left me. Months seemed like years, and my job provided no satisfaction whatsoever. I didn't even have any friends in the city, and I didn't particularly care either. I hated it all. But I remembered my parents' old house in the woods near the city, where I used to live 10 years ago. Since they moved away, the house was empty, but I still had the keys. I decided to move there for a short time, just to get some fresh air, to feel at least something again. I had a feeling that this is what I needed, more than anything in the world. The journey didn't take too long. I reached the house and decided to stay here for a week. Everything was going fine until I heard strange noises outside the house one night. They are driving me crazy. I took a deep breath and decided to go and check it out. Ja, also wir sind gerade in den Wald gezogen. Ja, bei uns die Stadt ja nicht mehr gefällt. Und das ist das Elternhaus. Sind in einem Haus? Von uns, wohlgemerkt. Wo habe ich denn läuft denn Wurz? Keine Ahnung, ich habe einfach mal die Taschenlampe eingesammelt. Ja, wir brauchen aber auch Batterien. Ich weiß, wir brauchen Batterien hier, damit unsere Taschenlampe nicht ausgeht. Hier sind aber nirgendwo Batterien. Ich will ehrlich gesagt nicht raus, aber gehen wir raus. Rechts herum ist die Kanalisation, glaube ich. Und ich mal links herum. Warum? Weil ich da nicht hin will. Da sind aber hier eine Menge Batterien. Voll egal, ich bleib einfach auf dem Weg. Es klingt, als würde es rascheln. Ich wollte regnen sagen, aber es hat angefangen. What the hell was that? Hab ich mich erschrocken. I don't feel good. I should probably get back home. Du musst nach Hause zurück. Nein, du musst wirklich nach Hause zurück. Rennen? Nein. Bin ich schneller? Nein. Ist das mein Haus hier? Ja. Der Zettel. That wasn't here before. I'm really trapped. Something really weird is going on. What is that? A note? What's... Ja. So schnell für uns? Hoch. It says construction site west. Was ist west? Das west. Das west. Ich gehe aber nicht durch den Wald. Ich gehe rechts rum. Ja, also der Story Mode, ne? Ist mal etwas anderes, dass man hier nicht einfach rumläuft und. Oder manche komischen Sachen filmen soll. Genau, nur die Zettel sammelt, sondern dass man hier auch was zu tun hat. Das ist mal ganz angenehm. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Wo krieg ich den her? Wenn du den Weg weiterläufst, meine ich da. Eigentlich, wo ich das letzte Mal geplayt habe, da war es so. Was ist da? Constructions. Ich geh einfach mal hin. Die Baustelle, oder? Ja. Da kommst du doch, glaube ich, ohne Schlüssel, oder? Da kommst du, glaube ich, ohne Schlüssel runter. Ja, hab ich vorhin geguckt, ob hier irgendwas liegt. Rein, runter, wie auch immer. Ja. Achso, das ist dieses alte Haus. Wir haben den Schlüssel. I've almost lost all hope. I'm writing this story for anybody to find, just to let somebody know the truth behind what happened. My name is Scotty Ferrier. I'm lost in these woods, and I've been wandering for hours.
It's the middle of the night, and the batteries of my flashlight are running low. I barely can see where I'm going, but these aren't the only problems I have. There's something wrong with the dark forest which scares me. I feel like something's lurking in the dark behind the trees waiting for me. Thank God, I found this little place where I can rest. I can't hide here forever, so I'm gonna go now. I've seen an entrance to the underground tunnels nearby. Maybe the tunnels will lead me to an exit. Ja, also hier war schon mal vor uns jemand vom Slenderman verfolgt worden. Ich will nicht raus, aber egal. Ich muss ja. Ja, ich weiß. Gehen wieder zurück, weil wir haben jetzt den Schlüssel gefunden. Ja. Also, wir haben den Schlüssel und wir haben halt gelesen, dass jemand dachte, dass die Untergrundtunnel, ja, der Ausweg sind. Das ist gar keine Kanalisation, das ist die U-Bahn. Ja. Super. Underground Tunnels. Das gleiche. Ja. Gehen wir runter. So, das Geld ist safe. Ja. Das klingt schon komisch. Ein Kondomat. Vielleicht sind auch Tampons drin. Könnte auch sein. Oder Kaugummi. Nee. Wohl eher nicht. Da ist obwohl für die armen, armen Bergleute könnte man ja Kaugummi. Oder was für Leute auch immer. Dann meine Kaugummi. Ach, den Code. Wir müssen den Code finden. Das klingt schon, als wäre der jetzt schon direkt hinter mir, ne? Mal bitte da an die Dinger immer. Warum? Ich meine, du könntest eins aufklicken, da steht ja der Code drin. Echt? Ah, ja, ich meine, ich bin mir aber echt nicht mehr sicher. Gehe ich jetzt mal im Kreis? Guck mal da. Nee, da habe ich am Anfang schon mal geklickt. Ja. Ich das Tor öffne? Nein. Natürlich nicht. Guck mal hier. Nein! Guck mal hier, hier, hier. Ja, klick mal. So, links heißt opened. Ich will den Feuerlöscher mitnehmen. Das ist nur erschlagen. Das war der Plan. Nee. Problem, der Code, der ändert sich immer, sonst könnte ich dir den sagen. Was war denn letztes Mal? 184. Ewig, dass wir das gespielt haben. Wieso weißt du das noch? Weil ich mir Zahlen unglaublich leicht merken kann. Was war das? Man läuft im Kreis, Schätzchen. Wie kann man noch im Kreis laufen? Was soll denn der Scheiß? Warte, geh mal da. Nee. War nicht irgendeine Tür ohne so ein Zahlenschlussteil? Nee. Da war ein Tor irgendwo. Ja, wow. Da. Das opens so. Aber nicht. Immer da lang. Rechts oder links? Links. Du gehst gerne links. Ja, klar, gehe ich gerne links. Ah, geh mal. Gefunden. So, wo war das jetzt schlecht, dass wir links waren? 214, warte. Ich hab aufgeschrieben. Egal, die Zahl weiß ich in 3 Jahren noch. Wo sind das denn hier, U-Bahn-Tunnel? Keine Ahnung, was das ist. Das ist aber auch keine Kanalisation. Mami. 214. Nein, du musst das. Nein, es war 213. Ja. Und hier bin ich immer gestorben. It's no use. I've been searching all over the tunnels, but haven't found the exit. The only useful thing I found was some batteries.
While I was searching, I've noticed something riot in the distance. I could barely see it, and I'm not sure if it was real or I'm starting to see hallucinations. I think it looked like a tall human being, but it was strange. Deformed hands. It didn't move when I noticed it, but it disappeared as soon as I tried to come closer. After that, I started to have some kind of headache. Is this the thing which was following me in the forest? What's going on in here? I'm feeling like I'm losing my mind. I've heard that there are some mansion in this area. Maybe I can find someone in there. Or the working phone, at least. I don't feel safe anymore. Ja. Also wir fühlen uns nicht mehr sicher. Nein, das sind ja Notizen. Der Kerl fühlte sich nicht mehr sicher, ja. Aber ich fühle mich auch nicht mehr sicher. Super. Ja. Und jetzt? Da waren wir schon. Haben wir Batterien gefunden, mein Licht? Ja. Ich glaube, das ist auch der ganze Witz einer Kanalisation. Soll ich wieder hochgehen? Ja, würde ich sagen, oder? Also, wir gehen da wieder rauf. I forgot to do something here. I shouldn't leave yet. Na toll. Gehen wir wieder runter. Gehen wir wieder runter. Das kann ich nicht mehr machen. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir irgendeine Tür mit Schlüsselding, Passwort übergessen. Vergessen. Übergessen. Übergessen? Ich übergesse auch immer alles. Guck mal, rechts war da nicht auch eine Tür? Die wieder. Ja. Vielleicht kann man das Ding mitnehmen und den erschlagen. Nee. Links und guck mal rechts. Jetzt ist es zu spät. Hinter uns ist jetzt der Ausgang. Ja. Ja, wir irren hier immer noch rum. Lass doch mal hier genau gucken. Ja, Leute, tut uns leider leid. Geht aber links! Ach nee, ach so. Ach ja. Der Schlüssel. Okay, jetzt wird's Aufgang. Wir haben den Manson Key gefunden. Hast du es gelesen? Das heißt, du musst gleich auch nochmal in das Haus. Das ist nicht der Exit. Scheiße. Ja, das war dann die erste Folge damit. Ja, sollen wir noch weiter? Ja, weiß nicht. Ja, wir versuchen ja. Das noch einmal. Safe. Lauf. Ich kann nicht rennen. Guck. Du musst einfach nur sagen, wo lang ich muss. Okay, ich hab keine Ahnung. Also nicht geradeaus. Safe Game, hallo du Trottel. Ja, hat er doch einen Schlüssel gemacht. Ja, super, aber jetzt nicht, wo ich wieder oben bin. Können wir nicht helfen? Oh. Mama Play. Abort das Game, ja. Oder? Ja, gut. Sorry. Gehen wir raus. Ja. I feel like I'm getting sick. Ja. Ich würde da lang gehen, aber dann nicht rechts, sondern geradeaus. Was ist das? Richards, irgendwas. Kommen wir da rein?
stand da. Ich weiß. Ich wollte eigentlich lang gehen. Mhm. Ich weiß. Also Story Mode ist scheiße. Warum? Weil ich nicht weit komme. Ich sterb doch jetzt eh. Oh mein Gott. Was ist denn das Scheißhaus? Scheißhaus, weiß ich nicht. Das kann man nicht mehr lesen, verdammt. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ganz ehrlich. Auch nicht. Dieses Zaun, das weiß ich. Wow. Wir sind. Ja. In einem Gefängnis? Keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß es nicht. Also das Spiel ist jetzt eigentlich ganz gut, glaube ich, für die Aufnahme, weil das... Ach, der geht doch. Weil wir die ganze Zeit sterben. Gut, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Nee. Ja, also, wir spielen das bestimmt nochmal irgendwann weiter. Ja, also ich denke mal, ne? Also das war jetzt so ein Anzocken vom Story Mode bei Slender Woods. Ja. Ich denke mal, das machen wir mal als größeres Ding. Dass wir das mal durchkriegen. Irgendwann mal machen wir da was Eigenes raus. Naja, aber auf jeden Fall bis dahin sehen wir uns bestimmt nochmal in weiteren Slender-Folgen. Ja. Stehen ja noch ein paar an. Also, bis dahin, viel Spaß. Ciao. Ciao.